Heute zeige ich euch 15 random Tipps und Tricks für das MacBook Air bzw. macOS, welche euch den Alltag enorm erleichtern wird, vor allem für die, die die Tricks noch nicht kannten. Wenn man mal den Mauszeiger nicht findet, dann kann man auf dem Touchpad ganz schnell hin und her wischen und der Mauszeiger wird riesig. Okay, jetzt habe ich mir irgendwas anderes hier auch mitgeschnappt, aber das funktioniert sehr gut und ist manchmal echt hilfreich. Wenn ihr auf alle eure Apps zugreifen möchtet, dann müsst ihr nicht jedes Mal hier nach unten auf den Launchpad drücken, um hier drauf zu kommen. Ihr könnt ganz einfach mit 4 oder 5 Finger folgende Geste machen und schon seid ihr bei euren Apps. Um ein Screenshot oder Screen Video zu machen, könnt ihr auf Command, Shift und 5 drücken. Hier kommt jetzt ein Fenster, wo man hier links auf der linken Seite hier Screenshots erstellen kann und auf der rechten Seite ein Screen Video. Ich kann jetzt nur Screenshots erstellen, weil ich gerade aufnehme mit dem Programm oder mit der Anwendung hier. Es ist von Mac selbst und das funktioniert wirklich 1A. Ich nehme auch damit hier das ganze Video auf. Und um einen Screenshot zu erstellen, drückt ihr einfach auf Aufnehmen. Also hier könnt ihr das ganze Bildschirm nehmen, hier bestimmte Bereiche oder hier ausgewählte Bereiche und dann einfach auf Aufnehmen drücken. Um ganz schnell zwischen mehrere Fenstern hin und her zu wechseln, könnt ihr mit 3 oder 4 Fingern folgende Geste machen. Mit einem Swipe nach oben durch 4 oder 3 Fingern kommt ihr auf die App-Übersicht und könnt auch hier zwischen mehrere Fenster hin und her wechseln. Hier in der Übersicht können wir zwei Apps nebeneinander packen. Dazu nimmt man hier ein Fenster und geht einfach hier hin. Jetzt kann man aussuchen, ob man es auf der rechten oder linken Seite haben möchte. Und folgendermaßen sieht es dann aus. In Safari könnt ihr mit einem Swipe nach rechts und links vorne und zurück gehen. Ich bin jetzt hier auf der letzten Seite und mit einem Swipe nach links komme ich auf die Seite davor. Mit einem Swipe von außerhalb des Touchpads nach links kann man sich die Widgets anzeigen lassen und hier unten kann man es dann bearbeiten. Und allgemein könnt ihr einfach die Widgets hin und her verschieben, dazu hält ihr es einfach fest und könnt es neu anordnen. Möchtet ihr weitere Symbole hier oben haben, um weitere Funktionen zu haben, dann könnt ihr einfach auf Command drücken und dann etwas auswählen und per Drag and Drop hier oben hinzufügen. Und um die wieder zu entfernen, könnt ihr auch das gleiche machen. Also auf Command drücken und das rausnehmen und entfernen. Hier im Kontrollzentrum kann man mit einem Swipe nach rechts und links die Regler hier bedienen. Also man kann es heller und dunkler machen und das gleiche funktioniert auch mit dem Ton. Was viele nicht wissen, man kann auch im Kontrollzentrum die Tastaturhelligkeit einstellen und sogar komplett ausschalten. Das wissen viele nicht. Wer sich schon mal immer gefragt hat, wie man hier Erweiterungen wie zum Beispiel Adblock in Safari hinzufügt, das kann man hier in App Store machen. Dazu geht man hier in die Kategorien und hier kann man dann die Safari-Erweiterungen auswählen und hinzufügen. In den Einstellungen unter dem Punkt Batterie könnt ihr optimiertes Laden der Batterie aktivieren. Kurz erklärt, euer MacBook wird bis zu 80% aufgeladen und die restlichen 20% werden kurz bevor ihr es nutzen möchtet aufgeladen. Das ist wirklich gut für eure Batterie und für die Langlebigkeit und jeder sollte das aktiviert haben. Zuletzt möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach euer Hintergrundbild ändern könnt. Das könnt ihr einmal, wenn ihr auf ein Bild geht und es hier unten als Schreibtischhintergrund nehmt. Oder ihr könnt auch hier in den Einstellungen gehen und unter dem Punkt Schreibtisch und Bildschirmschoner gibt es Hintergrundbilder von Apple. Es gibt hier wirklich nice Hintergrundbilder. Ich mag hier die neuen sehr. Das sieht schön aus. So, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welche Tricks ich in dem nächsten Video unbedingt zeigen sollte. Das war's, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.